Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, noch nie wurde so viel über die Fleischindustrie geredet wie in den letzten Monaten und Jahren. Beispielsweise stand im April in der Frankfurter Rundschau einen Artikel mit der bezeichneten Überschrift „Das Schweinesystem“. Es ging dabei vor allem um Arbeitskräfte aus Osteuropa, aus Bulgarien und Rumänien, die in deutschen Schlachthöfen arbeiten. 60 Stunden pro Woche war keine Seltenheit. Bei schwerer Arbeit und das für einen Hungerlohn von 4,76 Euro pro Stunde. Davon gehen bis zu 300 Euro für ein Bett in einer überfüllten Bruchbude weg. Oft müssen noch Zwangsabgaben geleistet werden für den Transport zur Arbeit, das Werkzeug und die Arbeitskleidung. Das sind nahezu schon mafiöse Strukturen, die da stattfinden, und das mitten in Deutschland. Dafür Urlaub gibt es nicht. Dafür gibt es bei Krankheit die Kündigung. Das ist pure Ausbeutung. Diese Zustände sind der reine Skandal. Sie erinnern an die schlimmen Arbeitsbedingungen der Fleischindustrie in Chicago im Jahre 1900, wie sie Upton Sinclair in seinem Roman Der Dschungel beschrieben hat. Damals ging es um Einwanderer aus Litauen. Heute geht es um Menschen, die aus Osteuropa hier in Deutschland arbeiten. Damals und heute ist für die Arbeitgeber das ein sehr lukratives Geschäft. Große Fleischproduzenten wie Tönnies in Niedersachsen und NRW verdienen sich auf dem Rücken der Arbeitnehmer dumm und dämlich. Sie können sich dadurch sogar teure Bundesliga-Clubs zu Werbezwecken leisten. Die Verantwortung für diese Ausbeutung tragen dabei nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch der Gesetzgeber. Politiker aller Regierungsparteien seit Rot-Grün haben den Arbeitsmarkt dereguliert und dafür gesorgt, dass Unternehmen heute leicht mit Arbeitnehmern oder Werkvertragsbeschäftigten gesetzliche und tarifliche Standards unterlaufen können. Undurchsichtige Subunternehmerketten und Werkverträge sind gerade in der Fleischindustrie ein riesiges Problem. Es wird höchste Zeit, dass dagegen etwas unternommen wird. Ein Mindestlohn ist überfällig und ein Schritt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Die Linke ist für die Ausweitung des Arbeitnehmerentsendegesetzes auf alle Branchen, weil dadurch leichter Branchenmindestlöhne festgelegt werden können. Die Voraussetzung dafür muss aber sein, dass die Branchenmindestlöhne höher sind als der gesetzliche Mindestlohn. Das ist beim Mindestlohn für die Fleischindustrie leider nicht der Fall. Er wird im nächsten Jahr für 9 Monate, es ist schon gesagt worden, niedriger sein als der gesetzliche Mindestlohn, der ab 1. Januar gelten soll. So geht das im Grunde nicht. Ein Tarifvertrag muss bessere Bedingungen enthalten und nicht gesetzliche Regelungen unterbieten. Die Arbeitgeber in der Fleischindustrie haben jahrelang Tarifverträge verhindert und damit wirklich schlimme Arbeitsbedingungen geschaffen. Sie haben jede Möglichkeit und jedes Schlupfloch genutzt, das der Gesetzgeber ihnen ermöglicht hat. Die gleichen Arbeitgeber nutzen jetzt die Möglichkeit, den gesetzlichen Mindestlohn per Tarifvertrag bis Ende 2016 zu unterschreiten. Mir kann keiner erzählen, dass das der Wunsch der Gewerkschaft NGG gewesen ist, sondern das war die Situation, dass sie in der Situation einen Tarifvertrag haben mussten und haben wollten und am Ende unterschreiben mussten. Sie tragen die Verantwortung dafür, dass die Beschäftigten in der Fleischindustrie in den nächsten Jahren weniger als den gesetzlichen Mindestlohn erhalten. Denn Sie bieten den Arbeitgebern wieder ein neues Schlupfloch durch die Planungen in dem Mindestlohngesetz. Damit muss einfach Schluss sein. Streichen Sie die Ausnahmen im Gesetzesentwurf für den allgemeinen Mindestlohn. Der gesetzliche Mindestlohn hat kein
löchriger Flickenteppich, darf kein löchriger Flickenteppich werden. Er muss sich Schutz für eine Schutzfunktion für alle Beschäftigten haben. Der Tarifvertrag der NGG gilt heute schon. Heute geht es um die Aufnahme der Fleischbranche in das Arbeitnehmerentsendegesetz. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Beschäftigten werden ab 1.7. im Verhältnis richtig mehr Geld bekommen. Die Linke wird deshalb und deshalb, dass die Branche überhaupt ins Arbeitnehmerentsendegesetz gibt, diesem Antrag zustimmen, damit es auf den Weg gehen kann. Vielen Dank, Frau Kollegin.